Herzlich willkommen zur Asklepios Informationssendung. Manchmal entdeckt man sie selbst, manchmal ertastet sie der Hausarzt. Es geht um Lymphknoten, die geschwollen sind, zum Beispiel hier am Hals. Und was steckt dahinter? Um dieses Thema geht es heute. Bei mir ist Dr. Ahmed El-Matschler. Er ist Chefarzt der Hämatologie, Onkologie und Stammzellentransplantationen an der Asklepios Klinik St. Georg. Schön, dass Sie da sind, Herr Dr. El-Matschler. Was genau ist eigentlich ein Lymphknoten? Lymphknoten sind Stationen unserer Immunabwehr und beinhalten auch wichtige Infektzellen, die unserer Immunabwehr dienen. Sie finden sich überall am Körper und sind normalerweise nicht tastbar, wenige Millimeter groß, fallen nicht auf. Wenn sie auf irgendetwas reagieren, dann kommt es dazu, dass Zellen in den Lymphknoten sich vermehren und die Lymphknoten anschwellen. Und dann kann man sie tasten und sie fallen dann auf. Ja, das heißt also, in welchen Fällen können denn dann die Lymphknoten anschwellen? Also wann vermehren sich denn das? Es können ganz banale Infekte sein. Gerade bei Kindern kommt es sehr häufig vor, dass Kinder eine Mandelentzündung haben und Lymphknoten in der Region der Mandeln dann darauf reagieren und anschwellen. In der Regel bedeutet das bei den Kindern nichts Schlimmes. Die Lymphknoten bleiben so lange geschwollen, wie so lange der Infekt anhält. Und hört der Infekt auf, werden die Lymphknoten wieder kleiner. Bei Erwachsenen ist das weniger häufiger der Fall, dass Lymphknoten bei jedem Infekt anschwellen. Es kann eine Ursache sein, ein einfacher, banaler Infekt. Es kann aber auch mehr dahinter stecken. Ja, mehr dahinter stecken. Das heißt, da kann auch etwas Bösartiges hinterstecken. Es kann auch was Bösartiges dahinter stecken. Man muss das Gesamtbild immer dann betrachten. Ein Lymphknoten, der nach 2-3 Wochen nicht abschwellt, der immer noch bleibt oder sich gar vergrößert, ist etwas, was unbedingt abgeklärt werden müsste. Oder werden sollte. Ja, genau. Das heißt, das bringt mich zu der Frage, wie unterscheiden Sie das? Oder womöglich zuerst ja der Hausarzt, der ja dann sagt, oh, das ist doch was Schlimmes, da müssen wir dich weiterschicken, du Patient. Was sind für Sie die Symptome oder die Kennzeichen dafür, dass etwas vermutlich nicht bösartig ist? Wenn man einen Lymphknoten hat, der vereinzelt auftritt. Wir haben ja viele Lymphknoten. Am Hals können sehr viele Lymphknoten anschwellen. Es können aber auch Lymphknoten unter der Axilla über dem Brustbein, an der Leiste, überall können Lymphknoten anschwellen. Man guckt sich erstmal an, wie viele Lymphknoten sind geschwollen, schaut, ob es vielleicht dazu einen passenden Infekt gibt, vielleicht eine offene Wunde, vielleicht eine Mandelentzündung oder wenn es ein Jugendlicher ist, kann es auch sein, dass er einfach einen Virusinfekt bekommen hat. Pfeifisches Drüsenfieber, was bei Jugendlichen häufig vorkommt. Und da hilft auch eine einfache Blutuntersuchung, um das abzuklären. Mhm. Also man schaut erstmal, wie hat sich das entwickelt, wo finden sich die Lymphknoten, wie groß sind sie, wie ist die Dynamik, wachsen sie, bleiben sie gleich, bilden sie sich gar zurück, gibt es Symptome, die für einen Infekt sprechen. Das sind alles Dinge, wo der Arzt dann entscheidet, eben zu warten und zu beobachten oder durch Blutentnahmen Infektionen auszuschließen. Oder nachzuweisen, was sehr hilft. Ja. Sollte es aber doch so sein, dass der Lymphknoten weiter wächst und ein richtiger Infekt nicht zuordnenbar ist, dann gilt es, diese Lymphknoten weiter abzuklären. Ja, genau, die Diagnose. Also wenn Sie den Verdacht haben, dass es doch eine bösartige Anschwellung ist, was tun Sie dann? Wie diagnostizieren Sie das dann? Es gibt Formen von Diagnostik, die durch Blutuntersuchungen gehen, zum Beispiel bei älteren Patienten, die vielleicht eine Altersleukämie haben, die auch mit Lymphknotenschwellungen einhergehen. Dann gibt es aber auch viele Lymphknotenschwellungen, die im Blut keinerlei Hinweise zeigen. Die gehören biopsiert. Also reinstechen, Gewebeprobe nehmen? Probe entnehmen, Histologie untersuchen lassen und dann weiß man schon, ob es einmal bösartig ist, dann aber auch, was viel wichtiger heutzutage ist, welche Formen von bösartiger Erkrankung steckt dahinter. Ja, genau. Also ich habe gehört, da gibt es
Lymphdrüsen oder Lymphkrebsarten, die schnell wachsen, welche, die langsam wachsen? Es gibt viele Formen von Lymphdrüsenkrebs. Einmal, wie Sie sagen, die aggressiveren, die bedrohlich sind, die relativ schnell dazu führen, dass insgesamt der Allgemeinzustand des Menschen sehr stark eingeschränkt ist. Sie können einhergehen mit Fieber, mit Gewichtsverlust und können auch bedrohliche Schäden anrichten, indem sie verdrängen, Blutgefäße zum Beispiel abdrücken oder auch wichtige Organe eben tangieren. Diese aggressiven Formen von Lymphom gibt es. Es gibt aber auch die Formen von Lymphdrüsenkrebs, die ganz langsam über Wochen, Monate, manchmal auch Jahre wachsen und wo der Patient gar nicht so sehr eingeschränkt ist. Trotzdem ist es wichtig, diese Lymphknotenkrebsformen früh zu diagnostizieren, weil heutzutage die Möglichkeiten der Therapien sehr zahlreich sind und teilweise es auch gelingt, in Frühstadien den Lymphdrüsenkrebs sehr einfach und sehr früh mit wenig Medikation und wenig Therapien in Remission zu bringen, das heißt zurückzudrängen und, oder gar zu heilen. Ja, jetzt sagten Sie eben gerade, man muss möglichst früh handeln, aber Sie sagten ja vorhin auch, man muss mal gucken, geht eine Infektion weg nach ein paar Wochen oder nicht. Ja. Was heißt denn jetzt früh? Früh heißt, dass man, wenn man merkt, dass es Lymphknotenschwellungen gibt, durchaus 1-2 Wochen warten kann, dann aber zum Arzt gehen sollte. Der Arzt wartet und aber spätestens nach der 3. Woche wird entschieden, ob man, wenn man nicht weiterkommt, doch eine Biopsie anstreben sollte. Ja, okay. Und es ist früh genug. Ja. Wir waren ja jetzt schon angekommen bei dem bösartigen Lymphom, also bei dem Lymphdrüsenkrebs. Mhm. Es gibt verschiedene Dinge, verschiedene Sorten sozusagen. Was machen Sie jetzt? Also Sie haben eine Diagnose gemacht und jetzt geht es ja schon so Richtung Therapie. Was sind die nächsten Schritte? Einschränken muss ich noch zu dem, was ich eben, was ich eben gesagt habe, sagen, dass wenn es ein ganz schnell wachsender Lymphknoten ist, dass man dann keine 3 Wochen wartet, sondern sofort zum Arzt geht. Das ist ganz wichtig, das ist mir sehr wichtig, dass man das noch mitnimmt. Aber wenn man jetzt weiß, was für eine Form von Lymphdrüsenkrebs dahinter steckt, dann haben wir heutzutage viele Formen von Therapien, die Chemotherapien und Immuntherapien, gezielte Therapien beinhalten. Ist es so, dass es ein kleiner Lymphknoten ist und nur an einer Stelle, kann man häufig auch nur bestrahlen und mit Bestrahlung den Lymphknoten so, also den Lymphdrüsenkrebs, so behandeln, dass er dann nicht weiter wächst und häufig auch in Remission bringt, völlig zurückdrängt und somit auch die Chance auf vollständige Heilung dann erreicht. Was heißt bestrahlen in dem Moment? Wir sind ja zum Beispiel bei einer Region am Hals. Mhm. Wie stelle ich mir das vor als Patient, so eine Bestrahlung? Also wenn es jetzt kein großer, allzu großer Lymphknoten ist und der ist am Hals, dann wird die Region mit Hilfe eines Computertomographies erstmal untersucht, genau geschaut, gibt es noch andere Regionen, die befallen sind. Wenn es jetzt lokalisiert ist, nur am Hals, dann würde man den Strahlentherapeuten bitten, aufgrund der computertomografischen Bilder ein Strahlenfeld einzuplanen und nur die Region zu bestrahlen. Innerhalb weniger Tage würde man dann versuchen, die Bestrahlung dauert nur wenige Tage, beziehungsweise ist kurz, nicht sehr belastend und damit schon die Therapie vollendet sozusagen. Und wann muss es dann doch eine Chemotherapie dazu sein? Ist es nicht mehr an einer Stelle, sondern ist es eine aggressive Form? Dann würde man bei aggressiven Formen, unabhängig davon, ob es nur an einer Stelle ist oder auch mehrere Stellen sind, sich für eine Chemotherapie entscheiden, weil die aggressiveren Formen häufig einhergehen damit, dass nicht nur an den Stellen, wo die Lymphknoten sichtbar oder feststellbar vergrößert sind, sondern auch an anderen Stellen vorhanden sind, die kriegt man mit Bestrahlung, die ja nur an den Orten, wo sie hingerichtet wird, gezielgerichtet appliziert wird, verwendet wird, dann weg. Man müsste dann eine Therapie machen, die den ganzen Körper von bösartigen Zellen befreit und das kann nur eine kombinierte Radiochemotherapie,
Chemotherapie mit Immuntherapie sein. Ja. Immuntherapien gehören bei Lymphdrüsenkrebserkrankungen immer dazu, helfen, dass der Erfolg größer ist und haben langfristig nicht die Auswirkungen wie eine Chemotherapie. Das Thema Immuntherapie, da würde ich gerne noch ein bisschen bleiben auf diesem Thema, weil das so einfach klingt. So, als wäre, würde man ein bisschen Vitamin C schlucken, aber das ist gar nicht das Immun, was Sie damit meinen, glaube ich, sondern da geht es ja doch auch nochmal um eine zellabtötende Therapie. Richtig. Könnten Sie uns das noch ein bisschen erklären? Immuntherapien sind gezielte Medikamente, die gezielt auf bösartige Zellen wirken, indem sie zum Beispiel Signalwege blockieren und damit der bösartigen Zelle es unmöglich machen, sich zu vermehren und häufig ihren Metabolismus, ihren Zellstoffwechsel so zu verändern, dass dann eben ein Weiterleben für bösartige Zellen nicht möglich ist. Dadurch werden diese bösartigen Lymphdrüsenkrebszellen abgetötet und das ist anders als bei einer Chemotherapie. Chemotherapie tötet ungezielt alle Zellen, die sich stark vermehren, ab, treffen auch gesunde Zellen, während die Immuntherapie weniger gesunde Zellen trifft. Jetzt darf man nicht denken, dass die Immuntherapie wie Vitamin C gut bekömmlich, einfach und ohne Nebenwirkungen sind. Ja. Die Nebenwirkungen sind da, sie können auch teilweise auch sehr ausgeprägt und heftig sein und auch so heftig, dass man die Immuntherapie nicht weiter fortführt. Das, was positiv bei der Immuntherapie ist, dass die Wirkung häufig besser anhält oder in Kombination mit Chemotherapie einfach effektiver stattfindet. Und der Vorteil von einer Immuntherapie ist auch, dass die Nebenwirkungen, die wir bei Chemotherapien häufig sehen, dass dass Organe belastet werden nach mehreren Kursen oder nach mehreren Gaben von Chemotherapien oder nach einer längeren Zeit von Chemotherapien, dass wir diese Effekte bei Immuntherapien häufig nicht sehen, dass die Zellen, dass die Nebenwirkungen zwar akut für den Patienten zum Zeitpunkt der Therapie vorhanden sind und teilweise auch belastend sind, aber dass es diese langfristigen Veränderungen auf Organe, wie sie Chemotherapien bewirken, eben nicht vorkommen. Aha, das heißt also, dass man sie zu einem späteren Zeitpunkt notfalls noch einmal wiederholen kann, diese Immuntherapie? Man könnte sie zwar wiederholen, tut es dann deswegen häufig nicht, weil die Wirkung, die bösartigen Zellen sich auf Immuntherapien einstellen und Resistenzen entwickeln, tut man sie deswegen nicht wiederholen. Aber man kann andere Formen von Immuntherapien machen, ohne dass es dazu kommt, dass der Patient zu viel Therapie bekommt, wie bei Chemotherapien. Irgendwo ist bei Chemotherapien es so belastend für den Körper, dass der Patient sehr eingeschränkt ist. Und diese Form von Belastung durch langfristige Gaben von Chemotherapien finden bei Immuntherapien in der Regel nicht statt. Ja, das ist ja ein Hoffnungsschimmer. Es ist auf jeden Fall ein Hoffnungsschimmer. Es ist ein zusätzlicher Effekt. Und wir erreichen heute viel mehr als vor der Zeit ohne Immuntherapien. Ist es denn manchmal notwendig, die Therapie nochmal um einen weiteren Punkt zu steigern? Oder ist die Immuntherapie dann das Letzte, was möglich ist? Die Immuntherapie ist nicht das Letzte, sondern wird häufig kombiniert gegeben. Alleine reicht sie aber auch nicht aus. Das ist nicht so, dass der Patient kommen kann und sagen kann, ich möchte nur eine Immuntherapie, aber keine Chemotherapie. Ja. Das reicht in der Regel nicht, sondern die Wirkung kommt durch die Kombination. Ist auch nicht so, dass wir in allen Fällen erfolgreich sind. Es gibt viele Fälle, wo wir mit Chemotherapie, Immuntherapie das Ziel der vollständigen Heilung nicht erreichen, dass wir dann intensivere Therapien machen müssen. Und intensivere Therapien wären zum Beispiel eine Transplantation, eine Blutstammzell. Stammzelltransplantation. Eine Blutstammzelltransplantation. Ja, das ist natürlich auch eine sehr große, umfassende Behandlung, die, glaube ich, auch einen relativ langen Aufenthalt im Krankenhaus bedeuten würde für einen Patienten. Sie bedeutet auf jeden Fall einen längeren Krankenhausaufenthalt, bedeutet auch, dass die Blutstammzelltransplantation vorbereitet werden muss. Es ist nicht eine einfache Therapie, die unabhängig ist
von einer Vorbereitung, sondern bedarf auch einer Vorbereitung mit Chemotherapie. Ja. Man wird mit Chemotherapien versuchen, so viel bösartige Zellen wie möglich abzutöten und die Menge an bösartigen Zellen zu reduzieren, damit die Stammzelltransplantation, die in verschiedenen Formen gemacht werden kann, dann auch die Chance hat, eine Heilung zu erreichen. Ja. Vielen Dank für diese ausführlichen Informationen. Sehr gerne. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf YouTube und auf Facebook. Werden Sie gesund!